Reb Simcha Sissel von Kelem, der sogenannte Saba Mikelem. Er hatte einen Schüler gehabt, der ein Mädchen kennengelernt hat und schon sie verlobt waren. Und dieser Schüler, es ist so bei den Aschkenasen, dass man die Schabbat vor der Hochzeit, dass der Bräutigam kommt zur Braut und er verbringt die Schabbat mit der Familie der Braut, so wie bei den Sfaradim gibt es Shabbat Chatan, bei den Ashkenazim gibt es Shabbat Kala. Und dieser Bräutigam, der Schüler von Saba Mikelem, kommt in die Stadt von der Braut, man hat ihn kennengelernt, es ist so ein perfektes Mädchen und ist sehr gut, eine gute Familie und war alles wirklich wahr. Und er kommt schon vorbereitet, jetzt ich bin der Bräutigam, kennenlernen hier und dort, sie haben schon alles abgesprochen. Und er kommt von Weitem und er sieht die Braut war dort im Garten beschäftigt mit irgendetwas, hat sie vorbereitet dort. Und plötzlich sieht sie dort, war ein Huhn ist gekommen und hat sie gestört. Nun, sie macht Kschta. Und das Huhn kommt wieder. Kschta wieder. Nun, es geht auf die Nerven und er sieht das Ganze von Weitem jetzt. Er sieht seine zukünftige Braut. Plötzlich ist sie so wütend geworden. Sie nimmt dieses Huhn vom Hals und nimmt ihn vom Hals so. Du gehst mir schon auf die Nerven. Wie lange soll ich das sagen? Lass mich in Ruhe. Und hat genommen das Huhn mit voller Kraft gegen die Wand. Boom! Oh mein Gott, er sieht das Ganze jetzt. Seine Braut. Oh mein Gott, das soll meine Frau werden. Wenn sie das jetzt mit dem Huhn gemacht hat, kann es sein, dass entweder ich oder meine Kinder so leiden werden. Fest entschlossen, mit ihr heirate ich nicht. Nun, aber wie? Was soll ich jetzt machen? Soll ich einfach sagen, nein, du passt nicht, du bist zu wütend für mich? Was hat er gemacht? Am Freitag, bevor Shabbat reinkommt, er geht rein und hat vom Bet HaKnesset, jetzt der Vater von dieser Braut, er war einer, der einen eigenen Bet HaKnesset, eine eigene Synagoge gehabt hat. Er war einer der reichen Menschen dort in dem Gebiet. Und jetzt, wenn man hört, dass der Bräutigam Schluss gemacht hat mit der Braut, diese Braut, ist dann ihr guter Ruf ist hin. Was hat er gemacht? Dieser Schüler von Simcha Sissel ist gegangen am Freitag, bevor Shabbat reingekommen ist, in die Synagoge von seinen sollte werden zukünftiger Schwiegervater. Er schaut sich um in die Synagoge, er hat gesehen Tzedakah-Boxen, dort wo man spendet. Er hat so eine Tzedakah-Box genommen und so gemacht, als ob er sie gestohlen hat. Hat extra hinterlassen Spuren, sodass alle wissen, dass er der Dieb ist. Und noch dazu hat er sie offen in seiner Tasche gelassen, in seinem Zimmer offen gelassen und er kommt, ja, geht Shabbos und sie haben Shabbat gefeiert und so plötzlich der Gabbai vom Bet HaKnesset, wo ist da die Kupat Tzedaka? Wo ist da die Tzedaka? Da sind noch ein paar Cent sind übrig geblieben. Wer hat diese Kupat genommen? Und wir haben begonnen schon zu suchen. Er hat extra diese Spuren hinterlassen. Plötzlich, oh mein Gott, der Bräutigam von ihm ist ein Dieb und er ist ein Dieb, er hat gestohlen die Tzedaka. Die Tzedaka-Box hat er gestohlen. Dieb und mit so viel, mit so vielen Beleidigungen, mit so vielen Schimpfwörtern, man hat ihn beschimpft. Du Dieb, du Gauner, du Schurke, du was alles Mögliche. Man hat ihn so oft so beleidigt. Und mit Beleidigungen haben sie nachher gesagt: Auf gar keinen Fall, ein Dieb wird nicht die Tochter von den großen. Okay, das heißt, die Braut hat Schluss gemacht mit ihm. Puh, für ihn war das in Ordnung und für sie, ne, sie wollen doch nicht, dass die Tochter mit einem Dieb heiratet. Die sind nachher zu Rab Simcha Sissel von Kelem sind die gekommen, einige von dieser Stadt, und haben gesagt, Herr Rabbiner, Sie haben damals für diesen einen, Sie haben Ihr Wort gesprochen, dass Ihr Schüler ist, und ehrlich gesagt, Ihr Schüler, eine Schande, dass das ihr Schüler ist. Und der Rab Simcha Sissel erkannte diesen Schüler sehr gut. Er hat gesagt, was genau war da? Er hat gesagt, ja, er ist ein Dieb, er hat gestohlen. Sagt er, okay, passt schon. Erzählt mir nichts weiter. Er sagt, ich weiß, dass er ein Dieb ist.
Er hat gestohlen. Er hat gestohlen, sein Olam Haba, seine nächste Welt, hat er gestohlen vom Yetzirara. Ich kenne ihn, er hat das nicht umsonst gemacht. Nach hat er ihn gefragt, wieso hast du es gemacht? Und er hat es ihm erzählt. Das heißt, es war für ihn zum Gunste, selbst beleidigt zu werden, selbst als Dieb benannt zu werden, als so eine Hexe, das war als ein anderes Mädchen, als jemand anderen zu beleidigen und mit ihm Schluss machen. Sicher, er konnte Schluss machen auf eine schöne Art und Weise, wir passen nicht zusammen, aber damit sie keinen schlechten Ruf hat, war er bereit, seinen Ruf zu verschmutzen, und daraus sollten wir lernen. Sehr oft Jugendliche treffen sich zusammen, wollen vorankommen, doch dann sehen sie, von Himmel wurde es nicht entschieden, der Busch mit dem Mädchen passt nicht zusammen, jeder hat seine Plusse, seine Minusse und passt nicht zusammen. Er wird im Endeffekt sein Mädchen finden, sie wird im Endeffekt ihren Burschen finden, aber wenn man schon Schluss macht, muss man auf eine schöne Art und Weise Schluss machen. Sogar, wenn man kann, wenn man wirklich stark ist, wäre es sogar nicht schlecht, so wie dieser Schüler Schluss zu machen.